Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur Pflegevermittlung königlichen Wissens. Wer hat das Aim Chess Rapid gewonnen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Wesley So gegen Magnus Carlsen, das war das Finale am letzten Tag des Aim Chess Rapid. Wesley So hatte sich ja im unteren Turnierbaum letztendlich durchgesetzt und ging wieder hoch, wo Magnus Carlsen auf ihn wartete. Super souverän, bisher der Ex-Weltmeister aus Norwegen. Und wie immer beim doppelten K.O.-Modus, das wissen wir inzwischen, Carlsen als Sieger des oberen Turnierbaums reicht ein Matchsieg, während Wesley So zwei Matchsiege vorweisen musste, um das Turnier letztendlich für sich zu gewinnen. Bevor wir in einer der Partien reingehen, kleiner Hinweis nochmal, hatte ich vor zwei, drei Videos schon mal erwähnt, ich bin am 17. Juli, am Montag in Lippstadt. Dort findet ein Schachtag statt, der hiesige Verein LSV Turm Lippstadt organisiert einen Schachtag mitten im Zentrum auf dem Rathausplatz. Ich spiele simultan Blitzen. Ich bin so ab 13 Uhr oder 14 Uhr und werde mir das Ganze anschauen und dann natürlich, wie gesagt, simultan Blitzen spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob noch Plätze im Simultan frei sind. Ihr könnt gerne auf den Link klicken in der Videobeschreibung. Dort gibt es alle Infos zum Schachtag in Lippstadt. Gerne reinschauen. Da könnt ihr euch eventuell anmelden. Da ist eine Mail drin in dem Artikel. So, jetzt hier rein. Wesley So, Magnus Carlsen. Wesley beginnt hier. Ich sage jetzt nicht, welche Partie das war, denn das würde ein bisschen zu viel verraten. Natürlich erfahrt ihr hinterher, wer gewonnen hat. Ist aber natürlich eine entschiedene Partie hier. C4, Springer F6, Springer F3, E6, Springer C3, D5, E3, C5. So. Nach C5 droht Schwarz hier strategisch D4, deswegen sollte man hier D4 spielen mit Weiß. Und über Zugumstellung sind wir jetzt in der verbesserten Tarasch-Verteidigung drin, so heißt diese Eröffnung. Wir sehen schon sehr, sehr viel Spannung im Zentrum. Man kann die Spannung auch relativ früh auflösen. Schwarz spielt aber erstmal A6 hier, ein schöner Abwartezug. Eine Idee ist, auf C4 zu nehmen und dann mit B5 fortzusetzen. Häufig spielt Weiß hier A3, meine ich. Ich habe diese Stellung auch schon mit beiden Farben, mit Schwarz auf dem Brett gehabt. Aber Weiß spielt hier C schlicht D5. Nimmt die Spannung erstmal raus. E schlicht D5. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wohin mit dem weißfelderigen Läufer. Der kann nach E2, der kann nach D3 entwickelt werden. Der kann aber auch über G3 nach G2 entwickelt werden. Also erst G3 spielen und dann nach Läufer G2. Genau das macht hier Wesley So. Er spielt G3. Ist ein bisschen langsam, wenn ich ehrlich bin. Also Läufer E2 oder Läufer D3 sieht für mich etwas natürlicher aus. Okay. Das wurde aber alles natürlich schon gespielt, deswegen, ja. Die Spieler kennen sich hier natürlich noch aus. C4. Dieser Zug hat mich ein bisschen überrascht, aber scheint hier wirklich der beste Zug zu sein. Öffnet die Diagonale für den Läufer. Der soll eventuell nach B4. Sehr konkrete Spielweise. Nimmt die Spannung aus dem Zentrum raus. Hat aber natürlich am Damenflügel eventuell schon einen Freibauern später, ne, wenn wir die ganzen Bauern vorschieben. Okay, Beispiel Läufer G2, Läufer B4, kurze Rochade, Springer E5, schöner Springer, der wird zentralisiert. Schwarz muss diesen Springer natürlich früher oder später attackieren, zuerst Turm E8 hier, Läufer D2, Springer C6. So, jetzt ist der Springer auf E5 angegriffen zweimal. Und jetzt nach der Eröffnung beginnt jetzt erst die interessante Phase. Diese Stellung hier hatte Magnus Carlsen schon auf dem Brett, nämlich beim Airthings Masters 2020, und zwar mit Weiß. Hier hat er Schwarz. Und das ist natürlich super interessant. Das heißt, das war nicht nur beim Airthings Masters, er hatte noch 2019 eine Partie gegen Mamedjarov beim Shamkir-Turnier. Hat er auch diese Stellung mit Weiß auf dem Brett gehabt. Dann gegen Daniel Dubov beim Airthings Masters. Er selbst spielte zweimal Springer schlicht C6 hier. BC6 und dann B3 und er fing an, das Ganze hier aufzulösen. Gegen Dubov verlor er sogar diese Rapid-Partie beim Airthings Masters. Und offensichtlich gefiel ihm die Stellung aus schwarzer Sicht und jetzt spielte er es mit Schwarz. Hat er wahrscheinlich irgendwann mal darauf gewartet, das mit Schwarz anzuwenden. Und der hat das ziemlich gut analysiert. Aber Wesley So hat sich das auch angeschaut, mit Sicherheit. Wobei, hier dachte Wesley zum ersten Mal in der Partie nach 2 Minuten. Ich erinnere euch, es ist Rapid, 15 plus 3 ist die Bedenkzeit.
Das heißt, man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, jetzt hier nachzudenken. Und Wesley spielt hier ganz anders. Er spielt nicht Springer C6 und B3, er spielt A3. Er greift den Läufer an. Läufer zurück nach A5 und jetzt B4. Greift wieder den Läufer an. C schlägt B3. En passant. Springer C6 Zwischenzug. Hier auch eine sehr interessante Situation. Stockfisch 16 sagt, Springer Dame B3 ist besser. Und man soll hier den Bauern opfern. Springer E5, DE5, Turm E5. Und hier sieht die Engine aus irgendeinem Grund Kompensation für Weiß. Bin mir nicht sicher, warum. Schwarz hat einen Bauern mehr. Weiß ist vielleicht ein bisschen besser entwickelt. Okay, die Türme kommen nach C1, D1. Man hat ein bisschen Druck gegen den D5. Aber aus menschlicher Sicht wieder nicht so leicht nachvollziehbar, warum die Engine hier einen Bauern opfern möchte. Deswegen nahm erstmal Wesley so auf C6, BC6 und jetzt Dame B3. Sieht irgendwie logischer aus. Und jetzt kommt ein super interessanter Plan von Schwarz und das ist für mich ein ganz klares Indiz, ganz klarer Hinweis, dass Magnus Carlsen diese Stellung mit Schwarz auch analysiert hat, sehr tief. Und er spielt hier H5. Und das ist ein Manöver, das zeigt auch die Engine an. Und wir werden sehen, dieser Bauer läuft jetzt ziemlich weit. Dame C2 geht zurück, deckt den Läufer, damit Springer A4 kommen kann. Das ist hier der logische Plan für Weiß, ist Springer A4, Springer C5, den C6 attackieren. Das ist ein rückständiger Bauer. Auf der C-Linie müssen wir was machen mit Weiß. H4. Er greift weiter an mit dem Bauern. Was heißt angreifen? Er schiebt den Bauern vor. Jetzt verzichtet Weiß hier auf Springer A4. Das ist eigentlich aus meiner Sicht der sinnvolle Zug. Läufer D2, Dame D2, Springer E4. Dann weggehen. Den C6 attackieren. H3 hier. Und dann muss man wahrscheinlich auf E4 nehmen. Läufer E4, DE4. Und dann werden wir eine ähnliche Stellung bekommen wie in der Partie, in der Weiß hier Probleme mit den weißen Feldern hat. Aber die Engine sieht hier gar nicht so einen klaren Vorteil für Schwarz. Es ist nicht so leicht, da matt zu setzen. Auch die Dame kommt jetzt nicht so leicht nach G2. Das kann man schon irgendwas gegen tun. Und andererseits hat Weiß hier einen starken Springer auf C5 irgendwann. Der C6 hängt eventuell auch. Es ist nicht so klar. Also Springer A4 war hier ein natürlicher Zug. Stattdessen Turm FC1. H3. Und das ist hier das Interessante. Schwarz spielt hier den letzten drei Zügen H5, H4, H3, greift den Läufer an und der muss nach H1. Das ist natürlich sehr unangenehm, dieser Bauer auf H3 hier im weißen Lager, nimmt dem weißen König und dem Läufer dieses Feld hier. Sehr unangenehm auf Dauer. Es geht hier weiter mit Läufer G4. Springer B1. Komischer Zug. Weiß hofft hier auf Läufer D2, Springer D2 und dann hat Weiß hier die Felder F3 und E4 gut unter Kontrolle. Kann jederzeit hier den Springer rausschlagen mit dem Springer, eventuell F3 auch. Aber Schwarz muss nicht auf D2 nehmen. Der ist ja nicht verpflichtet, dort zu schlagen. Hier hängt der Bauer C6 auch, aber hier hat Carlsen eine sehr, sehr schöne Taktik gefunden. Nämlich Läufer B6. Gut, ich hatte jetzt vergessen zu erwähnen, was hätte Weiß besser machen sollen hier. Immer noch Springer A4 hier, denke ich, mit der Idee Springer C5. Okay, Springer B1, Läufer B6. Er geht weg. Was ist das? Gut, so schwierig ist das gar nicht zu sehen. Dame C6 ist ein dicker Fehler. Der erste Zug, auf den ich gedacht habe, war Turm C8 hier nehmen und dann Läufer D4. Aber noch besser ist zuerst Läufer D4. Und dann sieht man auch die Idee. Ne? Weiß kann nicht nehmen wegen Turm C8. Und Weiß muss hier die Dame geben. Sonst folgt Turm schlicht C1 Schach und Turm E1 Matt, wenn der Läufer auf C1 nimmt. Ne? Und hier sieht man die Bedeutung des Bauern auf H3, den er so weit vorgeschoben hat. Der nimmt dem König das Fluchtfeld. Und der Läufer kann nicht nach F1, ne? Um sich dazwischen zu stellen, falls ein Schach auf der Grundreihe kommt. Deswegen, Weiß kann nicht auf C6 nehmen. Am besten ist wahrscheinlich jetzt den Springer wieder nach C3 zu stellen, weil er steht auf B1 natürlich belämmert. Es kam aber Läufer B4. Okay, Springer E4. Der Zug ist nachvollziehbar, der Springer wird zentralisiert. Läufer E4. Bittere Notwendigkeit auf Dauer, der Springer muss weg. Gut, man könnte hier Springer D2 natürlich noch berechnen, aber hier kommt Springer F2 leider. Und König F2 läuft in Dame F6 Schach. Der König hat kaum Felder. Gut, Springer F3 kann man spielen. Läufer F3, Läufer F3 und hier Turm schlicht E3. Na, hallo.
Und König E3 geht nicht so richtig wegen Dame D4. Na gut. Mit großem Problem. Also hier gewinnt Schwarzen offensichtlich, ne? Deswegen musste Weiß hier nehmen. Sehr unangenehm. Turm E4. Und jetzt gibt es natürlich latent diese Probleme mit den weißen Feldern im weißen Lager. Springer D2 greift den Turm an. Zurück nach E6. Dame D3. Dame F6. Der Springer deckt die Felder, die neuralgischen Punkte hier. Dame F1 zurück. Weiß möchte F3 spielen. Turm EE8. Hier war Carlsen nicht so klar, was er spielen soll. Er dachte 3 Minuten nach hier. Dame H6 ist sehr stark hier. Mit der Idee F3, Dame E3. Okay, stattdessen Turm EE8. Bevor ihr hier ewig nachdenkt, ne, ist eine Rapid-Partie, spielt er was? Turm AB1, Turm EB8. Er geht auf die offene B-Linie. Läufer C5, Läufer A5, Läufer B4, Läufer C7. Carlsen wiederholt nicht die Züge. Wesley so auch nicht. Er spielt Läufer C3, geht zurück. Aber diese Stellung ist schlecht für Weiß inzwischen. Er steht hinten drin, hat keinen richtig aktiven Plan. Und das Problem ist hier, Schwarz hat das Läuferpaar. Also je mehr wir unsere Bauern vorschieben, desto mehr öffnet sich die Stellung. Aber das geschieht trotzdem hier gleich. A5, F3, Läufer F5, E4. Er schiebt die Bauern vor. Das ist aber gar nicht so stark. Läufer E6 hier. Wir sehen auch hier, die Diagonale zum König hat sich geöffnet. Sehr unangenehm. E5, das ist nicht gut. Weiß hätte hier die Füße stillhalten müssen. Mit zum Beispiel Turm B8 hier. Turm B8, Turm B1, Läufer B6. Aber dann kommt das nächste Problem hier. Dame D3 und hier A4. Und wir haben wirklich auf Dauer richtige Probleme hier mit dem König. Ne? E5 ist nicht möglich wegen Dame E5, wegen der Fesselung. Hier und da. Wobei hier E5 gehen würde, weil nach Dame E5 Turm B6 geht. Ne? Ah, hier kommt Dame E1 Schach. Ja, also große Probleme hier für Weiß, so oder so. Wesley konnte die Füße nicht stillhalten, er spielte E5, legt das Zentrum fest. Dame E7, aber jetzt kommen die Hebel hier. Turm A1, ja, jetzt hing der A3 auch noch, jetzt muss er noch den Turm passiv stellen hier, sehr unangenehm. C5, Hebel. Dame F2, deckt. C4, Freibauer jetzt. G4, F6, nächster Hebel. König A1. Fehler. Er hatte Angst vor FE5, DE5 und Läufer B6 hier wahrscheinlich. Besser wäre Dame H4 gewesen hier, um den wenigstens den A3 zu attackieren. Aber er spielte König A1. Natürlich Rapid-Partie, Zeitnot auch noch. Ne? FE5, DE5, Läufer B6, Läufer D4. Blockt das Ganze. Nimm, nimm. Und auf den ersten Blick sieht das eigentlich ganz okay aus, wieder für Weiß. Großes Problem, der Springer auf D2. Den müsste ich auf E2 oder C2 stehen haben, um das Feld D4 zu unterstützen. Und hier kommt jetzt ein sehr, sehr lehrreicher Zug. Genau hinschauen. Carlsen zerstört hier die Blockade im Zentrum mit Dame A7. Greift hier die Dame an. Und Weiß muss die Damen tauschen. Wo soll die hin, die Dame? Ja, nach F4 bringt nichts. Und letztendlich geht es darum, hier D4 zu spielen. Weiß tauscht die Damen und jetzt kann Weiß nichts mehr gegen D4 unternehmen. Es droht hier auch Turm B2, das Eindringen. Das verhindert Weiß mit Turm C2. Aber jetzt kommt D4. Super gerechnet. Das ist nicht der einzige Gewinnzug, aber es funktioniert taktisch. Gut, was soll Weiß machen? Er nimmt den einen Bauern raus, aber dann kommt jetzt Turm C8. Fesselung. Der Turm ist auch gedeckt. Das heißt, Springer E3 geht nicht, nehme ich weg. Turm AC1 und hier D3. Turm C3, Turm C4, Turm C4, Läufer C4, Turm C4, D2, droht D1 Dame, Turm D4 und was kommt jetzt? Natürlich Turm C7 und wir sehen, der arme König in der Ecke, ne? Der kommt nicht raus und es ist Schachmatt auf der Grundreihe. Turm D2, Turm C1, Matt, ne? Wesley So spielte dann bis zum Matt, auch nicht schlecht. Er hätte mit dem König rauslaufen können, aber dann hätte er den Turm abgeben müssen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Und hier sehen wir, wie die Strategie
von Schwarz durchgeschlagen hat. Ne? Super Vorbereitung. Also er hat das mal analysiert, bestimmt nicht jetzt vor der Partie, irgendwann mal. Und dann hat dieser Plan mit H5, H4, H3, super effizient. Und am Ende setzt er ihn matt auf der Grundreihe. Ne? Hat alles super zusammengepasst in dieser Partie für Schwarz. Und das war auch die letzte Partie in dem Turnier und auch die entscheidende Partie des Matches. Denn Carlsen, wir gehen mal hier rein. Ne, wo bin ich denn? Hier. Results gewann das Finale 3 zu 1. Er gewann die erste und zweite Partie. Dann schlug Wesley so zurück, gewann die dritte Partie. Viele dachten schon, okay, vielleicht schafft er ein 2-2, Armageddon. War aber nicht. Carlsen gewann noch die vierte Partie und damit das Aim Chess Rapid. Insgesamt eigentlich sehr souverän. Er verlor nur eine Partie gegen Wesley So, jetzt diese dritte im Finale. Sonst nur gewonnen und Remis gespielt. Sehr, sehr souverän gespielt von Magnus Carlsen. Genau, das war's vom Aim Chess Rapid. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video.